Cittadini di Roma, genießt diesen prächtigen Anblick. Katharina Sforza, die Hure von Forli, endlich kriecht sie zu Kreuze. Ha! Niemand kniet tiefer als Lucrezia Borgia. Wer stiftete euch an? War es euer Bruder oder euer Vater? Vielleicht waren es beide, vielleicht sogar gleichzeitig. Chiudi la bocca, niemand beleidigt die Borgia. Und das gilt jedem, der uns die Stirn bietet. Gutes Volk von Rom, bleibt stark! Ihr werdet frei sein, eure Zeit wird kommen, ich schwöre es! Sie werden sie foltern. Euer Ziel sind Cesare und Rodrigo. Katharina ist eine mächtige Verbündete. Wenn wir ihr in der Not beistehen, wird sie auch uns helfen. Vielleicht. Aber tötet zuerst Cesare und Rodrigo. Salute a voi! Was genau hat diesen Ausbruch von Interferenz? Aspetta! So leicht kommst du nicht davon! Schützt euch, amico! Zeigt es diesen Schweinehunden! Vergesst den Papst, ihr untersteht nur mir. Rom ist der Eckpfeiler, der unsere ganze Unternehmung trägt. Rom darf nicht wanken. Und damit keiner von euch. Und il Vaticano? Diese Bande alter Männer? Spielt ihr Spiel mit. Schon bald brauchen wir sie nicht mehr. Er überlässt uns Roma. Sie ist in guten Händen. Ah!
habe ich schon mal. Cesare. Lucrezia. Ich hoffe, du hast unseren Gast gut behandelt. Dieses Schandmaul. Wie gern würde ich es ihr zunähen? Ich persönlich bevorzuge es offen. Oh. Hast du mit dem Papst wegen der Gelder für meinen Bankier gesprochen? Er ist nicht in der Burg. Und er muss noch überzeugt werden, wenn er zurückkehrt. Das sollte kein Problem sein. Richtig? Nein. Nur, es wird recht einsam hier. Wir beide verbringen so wenig Zeit miteinander. Du bist so beschäftigt mit deinen anderen Eroberungen. Bald. Wenn ich Italiens Thron bestiegen habe, wirst du meine Königin sein. Und deine Einsamkeit gehört der Vergangenheit an. Ich kann nicht warten. Benimm dich, solange ich fort bin.
Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Kann ich euch noch was besorgen, Prinzessin? Ezio, was machst du hier? Meinen Schneider aufsuchen. Für meine Rettung würde Cesare sich rächen. Zum Glück für uns ist er nicht da. Ob es einen zweiten Schlüssel gibt? Die Wache gab ihren Lucrezia. Also fürchte ich nicht. Weißt du, wo sie ist? Ihr Quartier ist ganz oben im Castello. Gut, bleib hier. Der Schlüssel gehört quasi mir. Ich gehe nirgendwo hin. Ich liebe dich so, dass ich es laut hinausschreien möchte. Bitte, du darfst es nur leise flüstern. Wenn Cesare es herausfindet, wer weiß, was er tut. Bist du nicht frisch verwitwet? Er brachte meinen Mann um. Oh. Cesare war immer schon eifersüchtig wegen mir. Aber das soll uns nicht stören. Nicht? Ich hüte unser Geheimnis. Lucrezia, deine Lippen rufen nach mir.
Was war das? Ich komme zu spät zur Probe. Leb wohl, meine Liebste. Ich habe alles mit angehört, Mia Signora, und ich kann es bezeugen. Gut. Sag es, Cesare. Sehen wir, wie es sich anfühlt, die Rollen zu tauschen. Ja, Signora. Bitte, fahrt fort. Ich wollte euch nicht stören. Ezio Auditore da Firenze. Wie schön, euch zu sehen. Ich habe viel von euch gehört. Schade, dass Cesare nicht mehr hier ist. Er hätte es sicher genossen. Ich kämpfe nicht gegen euch, Lucrezia. Befreit Katharina und ich halte ein. Unmöglich. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Wache! Verdammt! Da! Ich hab ihn! Halt! Ich möchte mit euch reden! Das ist ein komischer Klaus. Ich kann nicht riskieren, euch hier zu lassen. Also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Warum stoppst du den Assassino? Lorenzo nahm ihnen alles und warf sie in den Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Aus den Geschichtsbüchern getickt. Peng! Einfach so. Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber unwillig, es zu durchschauen. Cesare wird beenden, was er begann, und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Die Unwissenden sind leichte Ziele. Was soll's? Meine Worte sind vergeudet. Ipocrita. Ah.
gefunden. La! Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fottere, Troia. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache, wache! Ich habe genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Als hätte ich eine Wahl. Warum rettest du mich? Ohne Forli bin ich nutzlos für dich. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Forli zu schützen. Verstehst du das, Ezio? Sofort! E la politica. Natürlich. Ich wusste es. Du musst nichts erklären. Wag es nicht. Nein.
Filio di puttana! Tu so etwas nie wieder. Es wird von dort drüben geöffnet. Schnell, Ezio. Reite über die Brücke. Ich decke dich. Reite zur Isola Tiberina. Dort findest du Machiavelli. Er wartet auf mich. Was ist mit dir? Jemand muss hier bleiben und die Wachen ablenken. Komm gesund zurück, sonst werde ich mir nie verzeihen. Geh! Mehr Fremden. Mehr Fremden. Mehr Fremden.
Habt ihr! Ora! Giornata, non trovate? Gerüchte über den Assassinen Auditore mahnt die Familie Borgia, die Cittadini, dass ihr... Ezio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Katharina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio.
Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämmt nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Volpe, holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Befehlshaber der päpstlichen Garde kommt auf die Ergreifung des Kriminale Ezio Auditore da Firenze. Bald ein spürt ihr den Zorn der Borgia! Florin ausgesetzt. Assassine! Die Befreiung von Rom hat begonnen. Wollt ihr fliehen, dann flieht jetzt. Doch wollt ihr kämpfen, dann steht mir bei gegen die Borgia. Ich bin es leid, mich zu verstecken. Ich stehe euch bei. Dann sucht Niccolo Machiavelli auf der Isola Tiberina und werdet einer von uns. Ihre Lügen müssen der Wahrheit weichen. Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr kämpft mit guten Absichten. Erlaubt, dass ich mich anschließe. Ruhe im Frieden.
Frieden. Damit zu tun. Ich will nichts damit zu tun haben. Idiot. Was immer ich auch verbrochen habe, ich bereue es. Qui mancano dei fiorini, di che ne hai? Tocchiamo le guardie. Facciamo? Roma wird von Tyrannen, Korruption und der ist sehr unterhaltsam. Ihr kriegt mich nicht! Oh!
versuchen. Anhalten!
mir bekannt vor. Wo ist er langgerannt? Yeah.